Ein wunderschön, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wie ihr seht, ich bin wieder mal beim Tätowierer. Eigentlich sollte, habe ich ja angekündigt, der linke Arm weitergemacht werden. Wir haben uns aber entschieden, wir machen den rechten Arm fertig und auch den Totenkopf, dass wir da ein bisschen vorankommen, dass der rechte Arm dann auch mal ein bisschen besser aussieht, weil da ist ja so viel rausgegangen, wo er mir so angeschwollen ist, weil ich Panthenol aufgemacht habe und Panthenol allergisch bin, was ich nicht wusste, was mir meine Mutter danach erst erzählt hat. Ich zeige euch das mal. Warte mal, ich drehe euch mal so rum. Ich muss jetzt halt mit links machen, also nicht wundern, wenn es ein bisschen verwackelt, ein bisschen doof aussieht. So, ich mache mal von oben nach unten. Dann seht ihr, dass wir jetzt hier, wartet mal, ich muss die Kamera mal so halten. So. Da seht ihr, dass jetzt die Schattierungen nachgestochen wurden. Hier oben ist noch ein bisschen was dazugekommen. So, Wolle macht nachher noch ein Bild, Video, dann seht ihr das besser. Und wie ihr seht am Totenkopf, wie haben wir hier an der Seite die Schattierung gemacht. Bei den Augen sind wir gerade und die Nase. Die wird auch gerade gemacht. So, wartet mal, ich muss mal Bildschirm umdrehen. Ja. Also das wird dann wahrscheinlich heute so gut wie fertig. Wir werden auch auf die Finger machen, bis zu den Fingern machen wir, wa? Ja, wir machen bis zu den Fingern. Ich muss halt auch aufpassen, damit es nicht zu doll anschwillt und so, weil Sonntag fahren wir nach Berlin zu Schwiegereltern und da darf die Hand nicht allzu dick sein. Und das sind ja noch ein paar Tage hin, also ich denke mal, das wird ganz gut. So, dann würde ich jetzt hier einen Cut machen. Wir sehen uns nachher nochmal, da filmt dann aber der Wolle. Dann habt ihr das ein bisschen besser drauf, also so viel ist jetzt auch noch nicht zu sehen. Ja. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ein wunderschön. Und da bin ich auch schon wieder. Wir haben ordentlich durchgezogen. Also ich habe heute jetzt nicht so viele Videos gemacht, aber Fotos. Wir sind jetzt hier erstmal fertig. Wolle schwenkt mal drüber. Wir haben den Raben nochmal neu gemacht auch. Also eine neue Nachmacht nicht, aber nachgemacht. Der kommt jetzt richtig giftig rüber. Schöne Lichteffekte. Der Torshammer. Und der Totenkopf, das ist jetzt alles ein schönes Zusammenspiel. Wir haben auch schon die Ideen für die nächsten Tattoos, also was wir dazwischen machen können, wo ich Luft habe, wegen Namen von meinem Kind. Und ja, also ich finde, das ist richtig giftig geworden mit den weißen Schattierungen. Und also ich finde es einfach nur mega geil. Also was anderes kann man dazu halt nun mal nicht sagen. Sieht cool aus, oder? Und hier unten habe ich ja noch frei. Also beziehungsweise da seht ihr das, da ist noch frei, da wissen wir jetzt auch schon, wie wir das machen mit dem Namen von meiner Tochter, die jetzt geboren wird bald und wird richtig schön giftig. Der Totenkopf ist jetzt noch nicht alles gemacht worden, wir haben jetzt nur das Wichtigste erstmal gemacht und dass man wieder als Totenkopf erkennt und die weißen Lichteffekte haben wir reingemacht. Es kommt natürlich hier unten noch, das Rote muss hier wieder noch rumgemacht werden, dann hier seht ihr auch noch ein bisschen Schattierung, die noch gemacht werden muss und hier drinnen, das muss noch hier gemacht werden und da so ein bisschen, aber wir konnten halt nicht so viel machen, ihr seht, der ist jetzt schon ein bisschen geschwollen und das muss bis Sonntag, muss das halt gut heilen, weil, ja, Familienfest und da muss ich Auto fahren und deswegen haben wir uns da mehr so auf den Raben konzentriert und den Torshammer die Lichteffekte drin gemacht und den Totenkopf so weit fertig gemacht, dass wir denken, dass es bis dahin abgeheilt ist. Und, ja, dass ich dann Auto fahren kann. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet für heute vom ersten bis zum letzten Stich. Der rechte Unterarm ist bald fertig. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.